Die kommende Landtagswahl kann im Extremfall auch zu 100% als Briefwahl möglich sein. Das sagte der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter in Bad Ems. Falls die Corona-Infektionen im Land zu sehr ansteigen, seien genügend Ressourcen verfügbar, um alle Wähler zu erreichen. Im Haus Mariengard in Fallendar sind bis auf eine Frau alle Bewohnerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Leiter der Einrichtung auf Anfrage anderer Medien bestätigt. Demnach stünden zwei der insgesamt 15 infizierten Mitglieder derzeit unter besonderer Beobachtung. Die anderen Senioren im Alter zwischen 60 und 90 hätten einen bislang milden Verlauf. Die Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 17 Beschuldigte, die mit Schwarzarbeit einen Millionenschaden verursacht haben sollen. Bei den Hauptschuldigen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Mann und seine Frau aus Koblenz, die über Scheinfirmen fingierte Rechnungen in der Baubranche erstellt haben. Bei den restlichen Angeklagten handelt es sich um Angestellte der Scheinfirmen oder Käufer der Rechnungen. Die städtische Kindertagesstätte Haus Kunterbund im Neuwieder Stadtteil Rodenbach bleibt bis einschließlich Freitag, den 13. November, geschlossen. Grund ist der positive Covid-19-Befund einer Erzieherin. Bereits am Mittwoch waren alle Kinder und Angestellten der Kita in Quarantäne geschickt worden. Die Behörde will nun nachverfolgen, ob weitere Personen infiziert wurden. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.